Heute ein kleiner Beitrag zu dem Thema Hunde in der Dunkelheit absichern. Ein kleiner Beitrag aus aktuellem Anlass, aber meiner Ansicht nach ein sehr wichtiger Beitrag zu dem Thema. Heute Morgen, es war noch dunkel, erlebten wir zwar keine Gefahrensituation, doch habe ich zum wiederholten Male einen großen Schreck bekommen, als ganz plötzlich unmittelbar vor mir eine in komplett schwarz bekleidete Person auftauchte. An den Hunden, die bezüglich ihrer Sinne viel besser ausgestattet sind als wir Menschen, bemerke ich es meistens, ob sich ein Tier, wie beispielsweise eine Katze, ein Fuchs oder Rehe, in unserer Nähe befinden. Oder ich bemerke auch an meinen Hunden, ob sich uns Menschen nähern. Doch auch ich gebe mich zuweilen dem Träumen hin. Und so habe ich einen riesen Schreck bekommen. Es gibt viel zu viele Radfahrer, die in der Dunkelheit ohne Licht quasi im Blindflug unterwegs sind. Es gibt viel zu viele dunkel bekleidete Menschen und viel zu viele ungekennzeichnete Hunde. Leider. Wir drei, also ich, Emma und Mina, sind in der Dunkelheit und oft sogar in der Dämmerung immer beleuchtet unterwegs. Ich habe im Fressnapf vor Ort für meine beiden Hunde Leuchthalsbänder gekauft. Sie waren nicht sehr teuer, kosteten jeweils 12 Euro, haben kleine LED-Leuchten und können auf den Halsumfang des Hundes angepasst werden. Diese Leuchtringe sind meines Erachtens nach die einfachste und günstigste Möglichkeit, Hunde in der Dunkelheit zu kennzeichnen. Über ein Ladekabel, ähnlich wie bei einem Smartphone, können diese Leuchtringe immer wieder neu aufgeladen werden. Mit diesen Leuchtringen kann man Hunde im Dunkeln gut absichern. Meine beiden Hunde können damit niemals übersehen werden. Ich selbst trage immer eine Stirnlampe, die ich im Obi-Baumarkt vor Ort für 20 Euro erworben habe. Sie ist batteriebetrieben und hat ein rotes Licht, das auch als Blinklicht eingestellt werden kann. Doch ich persönlich bevorzuge die Taschenlampeneinstellung an dieser Stirnlampe. Sie ist sehr hell. Mit diesem Licht sehe ich meine Hunde und andere Personen, die sich uns nähern, gut und ich werde selbst gut gesehen. Direkt an der Straße, die durch die Straßenlaternen gut ausgeleuchtet ist, schalte ich diese Stirnlampen-Taschenlampe immer aus, um die Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden. Emma kann aufgrund ihrer schwarzen Fellfarbe in der Dunkelheit ohne Leuchtring nicht erkannt werden, außer es liegt eine geschlossene Schneedecke. Bei Mina mit ihrer hellblonden Fellfarbe ist es genau umgekehrt. So tragen beide Hunde im Dunkeln oder auch in der Dämmerung ihre Leuchtringe zusätzlich zu ihren Halsbändern. Und ich habe immer eine Stirnlampe an, die sehr praktisch ist, weil ich dann beide Hände frei habe, um die Leinen der Hunde zu halten. Ich empfehle jedem Hundehalter zur Absicherung der Hunde im Dunkeln ein Leuchthalsband, einen Leuchtring oder eine andersartige Beleuchtung.